Es gibt ein ganz interessantes Experiment aus den USA. Und zwar hat man zwei Versuchsgruppen gebildet und diese Versuchsgruppen gebeten, einen Comic zu lesen. Dabei musste die Versuchsgruppe 1 einen Stift quer in den Mund nehmen. Die andere Gruppe musste auch einen Stift in den Mund nehmen, allerdings nicht quer, sondern längs, und es sieht so aus. Danach hat man beide Gruppen befragt, wie lustig fandet ihr denn diesen Comic? Und Sie ahnen wahrscheinlich schon, was das Ergebnis ist. Die Menschen, die den Stift quer im Mund hatten und gelacht haben, fanden den Comic wesentlich lustiger als die Menschen, die mit gerunzelter Stirn da saßen. Und das stützt die Body-Feedback-Hypothese. Diese sagt nämlich, wenn es uns gut geht und wir uns freuen, lachen wir. Wenn wir lachen, dann verbessert sich aber auch unsere Stimmung. Also das heißt, dieses Prinzip funktioniert auch umgekehrt. Was möchte ich Ihnen damit sagen? Ich möchte Sie dabei anregen, einmal darüber nachzudenken, was Sie tun, damit sich Ihr Kunde wohlfühlt, damit Ihr Kunde lächelt. Denn wenn der Kunde in guter Stimmung ist, ist er aufnahmefähiger, ist er entscheidungsfreudiger, ist er kauffreudiger. Also, was können wir tun, um die Stimmung bei unserem Kunden angenehmer zu machen? Und die Amerikaner würden dazu sagen, Logic makes people think, emotion makes them act.